Ohne seinen Papa, Dieter Bohlens Sohn feiert Schulabschluss. Er musste ohne seinen Vater auskommen. Dieter Bohlen, 69, hat mit seiner Ex Estefania Heidemanns, 43, den gemeinsamen Sohn Maurice Cassian. Dieser war 2005 auf die Welt gekommen, nur ein Jahr bevor sich der DSDS-Juror und seine einstige Liebste trennten. Zu seinem Kind soll der Pop-Titan bereits seit mehreren Jahren keinen Kontakt mehr haben. Jetzt feierte Maurice in Hamburg seinen Schulabschluss. Wie Bild berichtet, sei der 17-Jährige einer der glücklichen Absolventen der International School of Hamburg, einer englischsprachigen Privatschule in der Hansestadt. Nach Medienberichten soll sein Begriff. Sprach. Auch ist er nicht mehr mit seiner Ehefrau Alina Schulte im Hof zusammen, sondern mit Kate Kolosavskaja. Die Russin deutete im Netz an, schwanger zu sein, doch Kate hatte lediglich eine Brust-OP. In ihrer Instagram-Story zeigte die Brünette ein russisches Dokument und schrieb dazu, das Testergebnis sagt, Schwangerschaft, ja. Doch nur wenige Stunden später präsentiert sich Kate mit einem Stütz-BH im Krankenhausbett. Sie hatte eine Brustvergrößerung. Demnach dürfte sie kein Kind erwarten. Einige User im Netz meinen auch zu wissen, warum Julians Neue das Dokument postete. Sie hat es falsch übersetzt, und das mit Absicht. Sie will provozieren und sie hat es absichtlich falsch kommentiert, damit ihr genau das denkt, heißt es auf ihrem Social-Media-Profil. Kate ist bereits Mutter eines Sohnes. Auch Julian hat zwei Kinder. Weil er diese vor wenigen Tagen ziemlich freizügig im Netz zeigte, bekommt er derzeit viel Hate ab.